Hey, ihr Höhlenmenscher draußen und herzlich willkommen zu endlich wieder einem neuen Vlog. Ich muss mich echt dafür entschuldigen, dass jetzt eben in den letzten Tagen gar nichts kam. Das liegt einfach daran, dass ich einfach keine Zeit hatte, beziehungsweise es einfach nicht auf die Reihe bekommen habe, jetzt einen Vlog aufzunehmen. Tja, Thomas, deine Schuld. Du hast halt dann die zwei fehlenden Tage da drinnen. Aber Leute, ich habe gute Nachrichten. Und zwar, ich bin am Freitag und am Samstag, also am 8. und am 7.8. Bin ich bei den Videodays in Köln. Und also vormittags und nachmittags. Ich werde dort als ganz normaler Besucher erscheinen, weil die Anmeldungen für die Video Days schon zu Ende sind. Auf jeden Fall könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob auch jemand von euch dort ist. Vielleicht trifft man sich ja einen kleinen Plausch oder so. Dann bin ich am Sonntag noch auf der Gamescom und davor cruise ich halt so ein bisschen durch Köln. Wahrscheinlich von Dienstag bis Donnerstag cruise ich so ein bisschen durch Köln. Und ja, vielleicht kaufe ich mir auch noch Karten für Mittwoch für die Gamescom. Aber ich weiß nicht, ob die schon ausverkauft sind. Ja, dann fahren wir jetzt gleich ins Reisebüro und holen uns die Flugtickets für Köln. Und dann nehme ich euch auf jeden Fall mit. Viel Spaß. Leute, wie ihr sehen könnt, sind wir hier beim Weltuntergang Teil 2. Läuft auf jeden Fall. Hey und willkommen zurück. Es ist jetzt so, ich habe jetzt hier mein neues Sofa aufgebaut. Das heißt, hier hinten sind jetzt meine PCs und hier vorne, wie ihr das schon kennt, ist die Wand, wie gesagt, noch ganz normal weiß. Was ich mir jetzt halt überlegt habe, da es schon ziemlich eng hier ist, ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, hier... Es ist nicht weit drüber, dann kommt da vorne noch so eine Wohnwand hin, die wir heute auch bei Ikea gekauft haben. Und ich bin jetzt wirklich hart am Überlegen, nicht vielleicht doch quasi ein PC-Zimmer zu gestalten, weil wir haben noch ein leerstehendes Zimmer, dort dann alles Mögliche zu haben. Also nur mein PC zum Aufnehmen, mein Schreibtisch und so weiter und hier wirklich nur reine Schlafzimmer zu haben. Dann könnte ich nämlich das Sofa weiter nach hinten stellen und ein bisschen mehr eine Chill-Area quasi haben. Ich weiß nicht so ganz, was würdet ihr von einem Extra-Zimmer für einen PC halten? Ich mag es ja eigentlich, wenn alles so in einem Raum ist und man kann da alles machen und so weiter, aber was haltet ihr davon? Sagt es mir einfach mal unten in den Kommentaren, weil ich bin echt noch so ein bisschen am Überlegen. Und ja, das Sofa ist eigentlich ziemlich nice. Ich muss sagen, das ist ultra weich. Also wenn ich hier so sitze, ne, ich möchte am besten nie wieder aufstehen. Und ja, da kommt jetzt dann eben, wie gesagt, hier, ich zeige euch das jetzt nochmal. Hier kommt dann, wie gesagt, ein Fernseher hin an die Wand. Hier unten kommt noch ein Regal. Und hier oben wird auch noch ein Regal angehängt. Und ja, aber das seht ihr dann alles sowieso noch in den nächsten Vlogs, weil ich werde das jetzt wahrscheinlich aufbauen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann wären Däumchen nach oben natürlich mega, mega cool. Schreibt doch auch einen Kommentar, wenn ihr Lust habt. Und es wäre aber auf jeden Fall cool, wenn ihr mir eure Meinung dazu schreiben könnt, wie es wäre, wenn ich einen eigenen Raum dafür hätte. Könnt ihr mir helfen beim Dekorieren? So, Leute, macht's gut, haut rein und ciao.